Dankeschön, Dankeschön. Schönen guten Abend. Ja, Andreas Weber aus Stuttgart, Viertelstunde hierher gefahren. Perfekt, würde ich sagen. Ja. Und ich war hier früher schon immer im Siebenmühlental, gern zur Fasnet, ja. Aber da hatte ich immer Angst vor der Hexe. Ja, scheußliche Gesichter, ganz grässlich. Ja, aber zum Glück haben die dann ja ihre Maske aufgesetzt. Dann ging's, ja. Und ich freue mich, hier im Ländle aufzutreten. Ja, da kann ich einfach normal schwätzen. Ja. Wenn ich im Norden auftrete, spreche ich ja Hochdeutsch. Oder das, was ich dafür halten tue. Hochschwäbisch, ja. Aber ich kann es verstehen. Ich meine, ich habe selber manchmal Verständigungsprobleme mit Schwaben. Ich hatte neulich ein Date und wir wollten Cocktails zusammen machen. Ja, und ich sollte Ginger Ale besorgen. Geht zum Rewe, sucht das Ginger Ale und find's nicht. Und fragt eine Verkäuferin so, ey, wo habt ihr euer Ginger Ale? Und überlegt so, Ginger Ale, Ginger Ale. Ach Gottle, oh, mein Sonnenblumenöl. Ja. Cocktail schmeckt dir nicht mal gut, wahrscheinlich lag es am Distel, ja. Aber war noch ein netter Abend, das Date. Wir haben dann angefangen zu kochen und es war richtig nett, bis sie dann meinte, ey, lass uns doch Vollkornnudeln nehmen. Und ich dachte, warum fängt ihr jetzt Streit an? Stuttgart, außerhalb eigentlich nur bekannt für Feinstaubalarm. Keine deutsche Großstadt hat so oft Feinstaubalarm. Ich werde dann manchmal von Kumpels gefragt, was macht ihr denn bei Feinstaubalarm? Autofahren? Ja. Schön mit dem Daimler Diesel aus Degerloch, ja. Viele sagen ja, Stuttgart, Feinstaub kommt von der Talkessellage und von den Dieselfahrzeugen. Ich sag, es kommt von übertriebener Kehrwoche. Ihr müsst da feucht wischen, ja, oder lasst den Dreck halt einfach liegen, wie in Karlsruhe. Oh, ja. Ja. Aber es ist schon auch irgendwie, jetzt gab es in Stuttgart letztes Jahr so eine Randale-Nacht, so wie in den USA. Man kann ja dort diese Bilder, das waren so geplünderte Apple Stores oder so ein Gucci-Laden. In Stuttgart gab es ein Foto von einem geplünderten 1-Euro-Shop. Wie schwäbisch kann man plündern? Oh, ist aber günstig da, ne? Ja. 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 Ja, ich bin ja auch Vater und meine Jungs, die sind jetzt so in einem Alter, die machen jetzt wieder Mittagsschlaf. Ja, ohne vorher wach gewesen zu sein, natürlich, klar. Ja. 18 und 20 sind die jetzt. Und schon ein bisschen so eher gemütlich, so chiller. Ja. Ja, ein bisschen unselbstständig, ja. Und es ist bei Jungs irgendwie ein Problem. Bei den Mädels ist es besser. Ich weiß, früher, wenn die irgendwas gesucht haben, so, oh, Papa, wo ist denn mein Geldbeutel? Habe ich ihm gesagt, ja, such deinen Scheiß alleine. Hieß es aber immer, frag ich halt die Mama. Und er hat gesagt, nein, 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 du störst jetzt nicht die Mama, die sucht gerade meinen Schlüssel. Echt selbstständig werden, ja. Ja, und, ja, ich bin schon auch selbstständig, ich ziehe mich alleine an. Ja. Ja, manche Männer haben überhaupt kein Problem, ja. Die nehmen einfach das, was die Frau aufs Bett rauslegt, ja. Ja, nicht die Jüngeren, klar, ja. Da macht es ja noch die Mutti. Ja. Ja, Männer kaufen sich einfach seltener Klamotten, die tragen ihr Zeug, bis sie auseinanderfallen, ja. Also die Klamotten, ja. Wenn er nicht irgendwann zu klein wäre, Männer würden einen Kommunionsanzug heiraten. Ja. Nachhaltigkeit, ja. Ich muss sagen, ich trage ja gern Hemden, weil die muss ich nicht bügeln. Ja? Der Trick ist, niedrige Schleuderzahl, ordentlich aufhängen und einfach richtig eng kaufen. Ja? Keine Falten mehr. Aber ich habe schon bei der Mode so meine Probleme. Ich habe früher schon Probleme gehabt bei Farben. Ich habe mich immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen beige und beige? Beige, so blöd, ja. Ist ja viel dunkler. Früher hieß es einfach Rot, Gelb und Blau, das habe ich kapiert. Das heißt es Fuchsia, Schlamm, Cappuccino. Sitze ich neulich in der Bahn und hinter mir so ein Mädel am Telefonieren und meint so, obenrum bin ich heute ganz nude. Und ich drehe mich unauffällig um, schaue so über die Schulter und merke, nude ist nicht nackt. Nude ist ein Pulli in beige. Oder beige, ja. Und dann hat die so eine Hose an, diesen dreckigen Gelb. Und dann haben die gefragt, wie heißt denn das jetzt? Zahnstein? Nee, sie hat mir dann gesagt, das heißt Senf. Und ich dachte, okay, Senf, ja. Oh, gibt's die Hose dann auch in scharf?
Ja, es, weil es war so eine, so bis hier oben, kennt ihr diese Hosen bis hier oben, so diese High Waist, also für die Älteren Obelix. Was ja auch in Mode ist, ist so, so leichte Übergröße bei Männern jetzt. Und es gibt dafür sogar einen Begriff, das heißt Dead Body. Also Dead Body, also Dead wie Vater und nicht Dead wie tot. Das ist wichtig, ja. Also mein Bauch ist jetzt quasi wie eine Avocado, ja. Die haben ja auch dieses gute Fett. Und ja, Gewicht, immer so ein heikles Thema. Ich habe da auch schon so, beim Wiegen ist es so schwierig, ja. Aber es gibt ja Leute, die stellen sich einfach so auf die Waage, ohne Vorbereitung. In Klamotten? Oh, wie wagemutig. Ja. Ich wiege mich ganz vorsichtig morgens. Nur nichts gegessen, aber schon auf dem Klo gewesen. Groß. Und ich wiege mich natürlich nackt. Ja, das dachte ich neulich, ich hätte ein bisschen was abgenommen, aber da lag nur mein Penis auf dem Waschbeckenrand. Upsi. Ja, es bringt nichts, wenn man an der Stelle die Hand vor die Augen hält. Die Bilder sind schon in deinem Kopf. Das ist, Entschuldigung, ja. Ja. Ihr lacht. Ich habe ein kaputtes Waschbecken. Jetzt, ich bin fürs nächste Jahr eingeladen für eine Hochzeit auf Mallorca von einem Freund. Und ich denke, Alter, was wird denn das jetzt für ein Event? Es wird immer größer gefeiert. Und viel verstehen, warum man eine Hochzeit so groß feiert. Man hat ja nur nichts geleistet, ja. Ich meine, da habe ich mehr Respekt vor langjährigen Paaren, ja. Irgendwie gibt es sicherlich auch ein paar mit ein bisschen was auf dem Tacho, ja. Ja, weil da hat man was geleistet. Da in so einer langjährigen Beziehung gibt es auch mal schwierige Situationen. So, ja, wenn der andere neben dir auf dem Sofa einen Joghurt isst. Oder atmet. In jeder langjährigen Beziehung fällt doch irgendwann mal der Satz, ey, atme leise. Oder gar nicht. Also der schönste Tag im Leben, ich will doch nicht wissen, dass der schon war. Immer nur weiter, weil ich glaube, der kommt noch. Diese ganzen Events, oh, ich habe den Brautstrauß gefangen, Und ich denke, ja, herzlichen Glückwunsch, Steffi. Aber es wäre doch praktischer gewesen, wenn die gleichen Typ geworfen hätten. So. Wie viel Geld Leute inzwischen für Hochzeitsbilder ausgeben? 3.000-4.000 Euro für Hochzeitsbilder? Irrsinn. Ich meine, klar, du hast dann schöne Bilder, aber die haben ja keine Aussagekraft für das, wie es dann laufen wird. Ich meine, von mir gibt es auch wirklich schöne Bilder von der Einschulung. Ja. Ich hatte mal Anita im Publikum in Lübeck, 64 Jahre verheiratet mit Horst. Und sie meinte, ja, wir haben nächstes Jahr eiserne Hochzeit. Und ich dachte, eiserne Hochzeit, krass, ich kann nicht mal den Begriff. Und frag sie so, was kommt denn danach? Und Anita meint, der Tod. Dankeschön. Ja, Andreas, also alles wissen wir schon. Also, in Dägerloch wohnst. Ja, so ist's. Ja, und aufgewachsen bist? Oh, in Freiberg am Neckar, bei Ludwigsburg. Ah, wächst da auch in Trollinger? Nein, in Freiberg. Oh, ist das ein Trollinger? Ist da Lemberger mit drin? Bestimmt, ja. So wie ich den Karli kenne. Ja. Der mischt alles. Lemberger mit Trollinger. Der mischt alles. Oder umgekehrt, je nachdem, was ich mir in der Flasche. Ja, genau, bei der letzten Sendung hat er sogar Wasser rein. Zum, ja, weil das, ah, Budget ist ziemlich knapp. Andreas, zum Wohl. Ja. Ja, also, na bist du also jetzt aber in Dägerloch. Und die Dägerlöcher, na, sagt man so? Ja, ich glaube schon, das ist absolut korrekt dekliniert, ja. Ja, siehst du, hat er doch recht gehabt. Du hast immer gemeint Dägerlocher, aber die heißen Dägerlöcher. Ja, es ist einfach eine Frage der Bildung, würde ich sagen, oder? Ja, eben. Das ist nämlich, wohnt auch der Gerhard Raff und das ist der, der gesagt hat oder geschrieben hat, Herr Schmeiß Hirnra. Ja. Der war auch mal ganz früher in unserem Mühlebrett. Ja, aber ich muss euch jetzt trotzdem unterbrechen. Nein, sag doch gerade, Herr Schmeiß Hirnra, sei so gut. Also, seid mir nicht böse, liebe Leute. Ja? Doch wir sind am Schluss für heute.
Zum Schluss, ich hab's vergessen, nicht, kommt nun mein neuestes Verschon uns, dein Schlussgedicht passt doch zum Thema Bildung nicht. Sich bilden, sich fortbilden, sich abbilden, sich einbilden, Vermögen bilden, das sind Fragen, die den Mensch bewegen. Von allem etwas bilden, das bringt Segen. Ja, dann ist das Leben wahrlich rund. Leck mich am Arsch. Und bleibe gesund. Aber gar so heile. Jetzt wird's einmal klein für die nächste Feind. Denn heute ist mir. Ja, jetzt wird's einmal klein für